Kuh. Oder so ähnlich. So sehen sie also aus, die Erfinder der Popmusik. Quasi alle Hits der Geschichte, genau genommen 127.000 Titel, sollen aus ihrer Feder stammen. Die Rote Dorota, der Gitarrengott Mirek, der Schlagzeugbezwinger Pavel, der seeschwache Daniusz und der schüchterne Janusz sind nur einige Mitglieder der genialen Familie Popolski. Wir wünschen uns, dass der ganze Welt der Popolski-Geschichte erfährt. Das wünschen wir uns, dass der ganze Welt weiß, dass unser Opa Piotrek Popolski hat die komplette Popmusik erfunden. Der Legende nach liegen die Wurzeln in Zabrze, früher Königshütte. Nach einem Wodka-Gelage trifft Opa Popolski ein Geistesblitz und die Jungfrau Maria selbst flüstert ihm die Urstrophe aller Popsongs ein. Hey, Dobrze, Dobrze, tralala. Daraus entstehen später in dieser Plattenbauwohnung Hits am laufenden Band. Doch den Ruhm und Taschen voller Geld streichen andere ein. Wir haben gesagt, hey, zu dieser Gebrauchtwagenhändler mit dem Namen Oleg Przewinski, hier hast du die Hits, machst du uns berühmt in der Westen. Wir waren völlig naiv. Und dann hat er die ganze Hits verkauft und selber sehr viel Asche gemacht mit der vielen, vielen Hits. Und jetzt hören wir unsere eigenen Hits überall in der Radio. Six pop, six pop, yeah, I'm a six pop. You should give it to me when I need to come along. Six pop, six pop, yeah, I'm a six pop. And baby, you can turn me on. Six pop, six pop, yeah, I'm a six pop. You can give it to me when I need to come along. Six pop, six pop, yeah, I'm a six pop. And baby, you can turn me on. Turn me on. So sangen sie sich lange Zeit den Frust von der Seele. Dabei fiel Marek schon früh als filigraner Jazzkomponist auf. Auch seine Brüder schrieben Tag und Nacht Musikgeschichte. Im Lied Cherry Cherry Lady besangen sie eine hinreißende Kirschenverkäuferin auf dem Markt in Zabrze. Doch listige deutsche Musikproduzenten haben auch diesmal die geniale Melodie geklaut. Wie habt ihr es so lange in Polen ausgehalten? Ihr habt gesehen, im Westen werden eure Hits rauf und runter gespielt, Geld damit verdient und ihr Armen, da habt ihr keinerlei Nutzen davon gehabt. Wie seid ihr damit fertig geworden? Wir haben, Janusz, der Jüngste der Familie, hat viel geweint, als wir gehört haben, der Originalversion. Besonders, muss ich ganz ehrlich sagen, Mother Talking ist uns sehr schwer auf der Magen geschoben. Ah. Wir haben praktisch der gesamte Musik gestohlen und wir haben zu Hause gesessen und haben mit dem Kopf gegen den Schrank gehauen, als wir die Version geholt haben. Aber jetzt ist endgültig Schluss mit dem Ideenklau. Die Familienehre soll wiederhergestellt, die Gelder für ihre Hits abkassiert werden. Jetzt spielen wir die Musik so, wie der wirklich klingen soll, und da ist unsere Rache. An der viele andere Leute, die der Musik verhunzert haben nach der Strich und nach der Fahrt. So ist das. Die Popolskis heißen eigentlich The Pops und sind eine deutsche Band aus dem Ruhrpott. Sie geben sich als beklaute Polen aus und sind damit zurzeit bundesweit auf Tournee. Nächste Woche im Berliner Tränenpalast. Wodka und Gürkchen gibt's gratis.